willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar sind wir da in Köln, auf der Kirmes in Köln. Wir haben auf jeden Fall gut Parkplatz gefunden und jetzt werden wir irgendwas hier, irgendwas davon. Gleich unsere erste Bahn machen. Feuer und Eis. Ja, sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Also so, ja, interessant, die Bahn auch. Wir werden jetzt reingehen. Ich hoffe, man versteht mich. Wait till the sun. Don't know why I didn't come. Aber der Ausblick ist schön. She said we hanging out tonight, I said we might be. I texted back and said I'm out, strike three. She wanna fuck me despite the probability of me going down. Snow Denzel, unlikely. I'm trying to give her all I got, but right now in this current spot, everything I got, well it's really not a lot. No mistakes, no breaks, girl I'm sorry but I just can't stop. Jetzt gerade ultra laut hier, aber ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Es hat gerade ein bisschen angefangen zu regnen, war gerade Feuer und Eis da. Und es war echt nichts Besonderes, weil ich, ja, es war, lohnt sich nicht, Leute, lasst es sein, lohnt sich. Es ist für Kinder was Schönes, wenn, nur so für kleine Kinder mit Familie ist es nett, aber es lohnt sich nicht. Also wir waren doch alle ein bisschen enttäuscht davon. Wir waren nicht so ganz begeistert, aber das ist die süße Kinderbahn. Habe ich schon gesagt, mit Kindern und Familie die ist das gut. Sieht von außen cool aus. Ja. Genau, aber die Fahrt selber ist auf jeden Fall nichts für. Und ich fand den Nebel cool. Er fährt jetzt nicht so schnell wie Taron, aber. Aber an sich auch nicht. Als Red Bull. Aber Teststrecke ist trotzdem deutlich besser. Na ja. Ja, du musst mal sehen, Teststrecke 4 Euro. Was, 4, 4, 5. Aber dafür haben wir hier eine geile Aussicht, Leute. Schaut euch das mal an. Mit Teststrecke vergleichen. Vom Fahrpreis. Genau, vom Fahrpreis. Wer hat noch nicht angekommen? Nein? So, das ist ein Bosskuchen, doch gleich war lecker. Und jetzt werden wir gleich auf diese Rocket-Schaukel gehen. Mal gespannt, wie die ist, wenn wieder ein bisschen aufgehört zu regnen. Halt, Wetter macht halt, was es will. Hammer.
Fahrt sehr angenehm und es war sehr geil, weil wir auf der Rheinseite waren. Und dann haben wir dann den Rhein. Wie gut, dass ihr nicht reingeflogen seid im WDR, ganz nass geworden. Da hätten wir einen Körper machen können. Einen Körper machen. Weil ein Körper? Die erste Fahrt im Rauch. Auf dem Jahr. Sonst bin ich nur Deckel und Haar. Ja, wir schauen mal, worauf wir jetzt gehen. Der Moritz hat kalt. Das war tierisch kalt da oben. Ja. Also er will eigentlich den Count haben. Wir haben den Count, der wahrscheinlich hier. Aber wir zählen hier keine Count, das ist das schon mal egal. Aber jetzt sehen wir, dass das der ganze Spaß 5 verdammte Euro kostet. 5 Euro. Und das nehmen wir nicht ein. Wir haben auch 4,50 Euro. Aber die kannst ja, aber noch was Neues. Und Wilde Maus ist man hier überall schon mal irgendwo gefahren, oder? Ja, ein bisschen hab ich 5 Euro. Ja. Würde ich eher noch mal hinten. 10 Mark. 10 D-Mark. Der Markus würde jetzt sagen, ach, das ist doch gar nicht so teuer. Ja. Unterstützt die Schausteller. Stimmt, wenn der Markus sagt, ich sag, unterstützt die Pommesbudenbesitzer. Dann sag ich, Markus, gib mir das Geld, dann fahr ich. Oder unterstützt die Pommesbuden und Essensbesitzer. Die Ärmsten müssen auch Umsatz machen. Ja, dann können wir hinten ja doch noch das Überschlagding fahren. Aber das wollte der Moritz. Ich will dabei sein. Fahren wir lieber den Propeller für 6 Euro. Wenn was? 6 Euro? Und das wollte ich gerne mit dem Auto ausgeben. Ja, aber der Propeller ist besser. Oh. Propeller steht nicht in jedem Freizeitpark. Der Wilde Maus steht in jedem Freizeitpark. Was für ein Sonntag. Passt gut. So, ja, Bierwand und sind immer noch in Spanien. Noch auf der Kirmes. Also ich muss sagen, ich finde, die ist gleichzustellen mit dem Öcherbend. Nein, das ist es nicht. Ja, aber hier gibt es 1, 2, 3, 4 gute Attraktionen, überteuerte Wilde Maus, aber sonst. Also ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Also die, also, letztes Jahr, die Aussicht hier ist gut auf das besser. Wasser, aber im Großen und Ganzen irgendwie nicht so mein Fall. Ich finde irgendwie nicht so. Aber es ist meine Meinung. Ja, aber das ist dieses Jahr, Moritz, mein Gott! War die Wilde Maus zu teuer, oder? Da war die aufgerutscht. Ja, beim Wenden war es auch das Spinnen. Ja. Wenden kann man auch wenden. Wir haben noch super nette Zuschauer getroffen. Ja, stimmt. Grüße nochmal an dich. Und wenn du das Video siehst. Naja, genau. Und wir fahren gleich nach Hause, aber hier haben wir noch einen schönen Ausblick aufs Wasser. Das ist natürlich das Schöne hier an der Kirmes. Man kann direkt aufs Wasser gucken. Und das fand ich auch super bei dem Propeller-Überschlag mit dem Wasser, dass du fast ins Wasser reinfällst. Aber also, zum Glück nicht fast, sonst würde man ja ertrinken. Super geil. Also es ist echt ja. Schön. Okay. So wie in Düsseldorf. Weil es am Wasser ist, ist es schön. Aber Düsseldorf ist einfach eine schöne Kirmes. Fehlen nur noch die schönen Menschen hier. Düsseldorf ist auch größer. Wo sind denn die schönen... Oh, kein schöner Mensch hier. Markus. Oh, Mann. Hi. Du bist aber jung geworden, du hast ja keine grauen Haare mehr. So, das war's auch von hier. Wir sagen tschüss. Tschüss. Viel Spaß auf YouTube. Tschüss. Bis zum nächsten Video hier bei ME Pictures. Freizeitpark TV. MH Pictures. MH.